Gestern ist leider wieder etwas passiert, das für uns alle, vor allem für uns als Karnevalsverein, völlig unbegreiflich ist. Wir sind normalerweise Multiplikator für Frohsinn und gelebtes Brauchtum und möchten dafür werben, dass dieses Brauchtum bunt ist und gelebt wird. Und wir wollen viele Kulturen miteinander verbinden und zusammenbringen. Umso mehr zeigen wir uns bestürzt über die Geschehnisse in Hanau und drücken mit der Absage unseres heutigen Rathaussturmes unser Mitgefühl für die Opfer und deren Angehörigen aus. Selbstverständlich sind wir, dabei sind wir traurig über die Absage dieser Veranstaltung, für die wir uns natürlich seit vielen Wochen vorbereitet haben, aber auch ihr, die ihr heute gekommen seid, diesen Termin vorgesehen habt. Aber wir schließen uns der Meinung der Stadt an, dass das vielleicht doch nicht der richtige Moment zum Feiern ist. Blau-Weiß wird auch weiterhin in Zukunft unser gemeinsames Kulturgut, nämlich den Brauchtum, weitertragen, um immer offen und freundschaftlich mit allen Kulturen verbunden zu sein. Wir freuen uns, dass ihr trotzdem gekommen seid und wir danken für eure Unterstützung, wenn auch heute alles einfach ein bisschen ruhiger ablaufen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Uschi Zinser, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass Sie ebenfalls alle ganz herzlich hier im Rathaus in Sindelfingen begrüßen. Uns ist heute in der Tat nicht zum Feiern zumute. Die entsetzlichen Verbrechen, die sich gestern in Hanau zugetragen haben, die haben uns alle tief erschüttert. Der gestrige Abend war ein schrecklicher Abend für Hanau, aber auch für uns ist Land. Alles deutet auf rechtsradikale Motive hin. Laut Generalbundesanwalt hat in der Todesstütze eine zutiefst rassistische Gesinnung. Angesichts der gestrigen Ereignisse können und möchten wir als Stadt, die symbolisch für Toleranz und das friedvolle Miteinander von Menschen verschiedener Herkunft steht, heute nicht feiern. Denn heute steht die Trauer im Vordergrund. Wir haben uns daher gemeinsam mit Blau-Weiß, aber sehr intensiv abgestimmt, dazu entschlossen, den Rathaussturm kurzfristig abzusagen. Da unsere Freundinnen und Freunde von Blau-Weiß bereits alles vorbereitet hatten und Uschi hat es gesagt, es steht für die wochenlange Arbeit dahinter, möchten wir Ihnen dennoch die Gelegenheit geben, den Verein zu unterstützen. Der Verkauf ist hier geöffnet, also greifen Sie gerne zu. Auch genügend Dinge wurden eingekauft. Blau-Weiß freut sich, wenn Sie sie unterstützen. Wir werden Sie natürlich auch nicht hängen lassen. Also nehmen Sie sich ein Getränk und ein Snack und setzen Sie sich zusammen. Denn Tage der Trauer sind auch Tage des Gesprächs. Heute wird nicht musiziert, heute werden keine Bonbons geworfen, aber verteilt. Also aus einigen Kindern schon Bonbons umreichen können. Wer keine bekommen hat, die Kolleginnen und Kollegen von uns sind unterwegs, ja, und verteilen Bonbons. Daran soll es also nicht scheitern. Aber keine Musik. Stattdessen mahnt uns die Trauerbeflaggung, die Sie draußen sehen und die heute bundesweit, heute und morgen aufgezogen wird, der grauenvollen Taten, die gestern geschehen sind. Aber meine Damen und Herren, ich sage auch ganz klar, und auch da sind wir uns völlig einig, wir lassen uns das öffentliche Leben nicht von Extremisten, egal welcher Couleur, lahmlegen. Natürlich muss das Leben weitergehen. Dazu gehört auch das gemeinschaftliche Feiern. Aber eben am heutigen Tag, dem Tag direkt nach den schrecklichen Verbrechen, steht eben die Trauer im Vordergrund. Hier möchten wir gemeinsam mit Blau-Weiß dieses Zeichen der Anteilnahme setzen. Schockierend ist, dass Menschen von uns gehen mussten, weil sie einfach nur Migrationshintergrund hatten. Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich heute mit den Worten: Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Rassismus ist ein Gift, Hass ist ein Gift und Schuld an viel zu vielen Verbrechen in diesem Land. Es ist unsere Aufgabe als Stadt, Land und als geeintes Europa, aber auch als Gesellschaft und für jeden Einzelnen, uns diesem Hass massiv entgegenzustellen und aktiv dafür zu handeln, dass Menschen nicht aufgrund von Nation, Kultur oder Religion angegriffen oder ausgegrenzt werden. Gerade wir hier in Sindelfingen als internationale Stadt sind darauf angewiesen, dass Religionen und Kulturen friedlich zusammenleben.
Toleranz und Respekt ist die Grundlage, auf der ein friedliches Zusammenleben gedeiht. Umso mehr verurteilen wir als freiheitliche, tolerante und vielfältige Gesellschaft einen solchen Angriff, der uns alle trifft. Ich möchte Sie daher einladen, zusammenzukommen, einen Moment innezuhalten und der Opfer und ihrer Angehörigen zu gedenken. Ihnen gilt unser Mitgefühl. Lassen Sie uns gemeinsam kurz innehalten und der Opfer gedenken. Ich darf Sie bitten, sich zu einer Schweigeminute zu erheben.